Willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey mit Alex Hunter. Wir hatten im letzten Spiel das erste Saisonspiel gehabt gegen die Portland Timbers. Das ging 0-0 aus, leider. Wir wurden als Stürmer, also wir sind ja normalerweise Stürmer gelernt und wurden aber als ZM eingesetzt, also eigentlich überhaupt nicht unsere Position und konnten deswegen halt nur eine gute Bewertung raushauen und ein paar Pässe spielen als Passgeber, aber sonst keine Tore erzielen. Wir werden mal weiter gucken. Es geht jetzt weiter mit dem Training. Freistöße aus der Distanz und Elfmetergrundlagen. Okay, los geht's. Hartes, konzentriertes Training. An die Arbeit. Heute arbeiten wir an unseren Standards. Standards. Ich hoffe, ich kann es auch durchbringen. Für den Gonzalo. González. Ich hoffe, ich mache das ein bisschen besser. Oh Mann, Dos Santos, was war denn das für eine Scheiße? Ja. Selbst Jermaine Jones kann das besser als du. Van Aanholt. Ran! Sehr schön. Wieder mal auf Jones. Er kann das eigentlich ganz gut. Das Problem ist, haben wir keine Zeit mehr. Jovinko ist einfach komplett der Scheiß. B ist ganz gut, aber ich würde gern A haben. Weil es ist drin auf jeden Fall. Es ist machbar. Los! Aber anscheinend ist es doch schwieriger als gedacht. Aber Zahles hat Dampf dahinter, vielleicht. Sollten wir jetzt immer über Zahles spielen hinten. Aber die Flanken sind auch nicht perfekt. Muss ich auch mal zugeben. Ich meine, wenn Giovanni das nicht hinbekommt, die Flanken zu verwerten. Ran! War eine schöne Mulle und wir haben es geschafft. Kann man immer noch viel meckern. Elfmeter! Oh, die Elfmeter in FIFA 18 habe ich bis jetzt ja gehasst. Ah, wir werden es jetzt üben und dann. Hier war ein bisschen Stellung wechseln, zack. Dann können wir mit den rechten und linken hinteren Tasten entscheiden, wie schnell wir anlaufen oder ob wir abstoppen. Das kann im richtigen Spiel den Torhüter noch verwirren zusätzlich. Tempo, ich will Tempo sehen! Muss es aber nicht. Intensität! Ich will Intensität! Boah, knapp unter die Latte gedrescht. War ein schöner, wuchtiger Schuss. Auch geschafft. Das war ziemlich einfach sogar. Beides geschafft. Und fast sogar... Trainingsfleiß fuhr zum Sieg. Hunter, bester. Du hast heute gezeigt, dass du zu Recht in diesem Team stehst. Sehr gut. Ich soll wohl in der nächsten Spiel in der Startelf stehen. Ich hoffe, Mann, das ist auch wenn dir das gefällt. Sieh dir das an. Oh, wow. Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaube ich dir gerne.
Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm schon, liegt's. Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey, Mann, ich ruf dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, okay. Bin schon weg, ich ruf dich zurück, okay? Yo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. Schöne Aussicht von seinem Balkönchen. Ich hab Bock zu spielen. Auf geht's, nächstes Spiel. Hoffen wir mal von Anfang an ran. Das wäre ganz nice. Wir checken vorher aber mal ganz kurz ab, was für Social Media Nachrichten sowas alles geht. Startelf bekannt gegeben, Alexander ist dabei. Wir werden wohl mit dem nächsten Spiel als erster drauf sein. Und viele Nachrichten halt, dass ich dann zu LA gehe. Dann mal ganz kurz nochmal schnell die ganzen Anpassungsobjekte. Natürlich haben wir ein paar neue Tattoos. Ist auch ganz schön. Also überspringen wir nochmal schnell. Outfit. Müssen wir auch mal ein bisschen schnell durchsuchen. Und fürs Trikot 8 sogar. Also genau, es sind nur Schuhe. Ich finde, wir haben da soweit ganz coole Treterchen. Also ich mag meine Messi-Boots eigentlich ganz, ganz gerne. Dann lassen wir deswegen lassen wir es einfach. Und spielen jetzt mal das nächste Spiel gegen die Seattle Sounders. Wir spielen wieder mit Alexander, stehen in der Startelf, sind ein 78er geworden, das ist schon mal ganz geil. Und wir spielen Stürmer. Also die Position, die wir eigentlich sogar lieben. Nicht ZM. Schon mal sehr freudige Nachricht. Terrori hat mich in meinem Post erwähnt, da muss ich mal ganz kurz. Guck mal, wo ist das? Gareth, nee. Auch nicht. Ist ja auch egal. Vielleicht weiter unten. Wir spielen erstmal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß begrüßt Sie hier zu dieser Partie. Und auch von meiner Seite hallo. Mein Name ist Frank Buschmann und das könnte heute eine spannende Partie werden. Das wird ja richtig gefeiert. Kenne ich noch gar nicht, diese neue Animation. Gegen LA Galaxy. Oh, der Vierte gegen Siebten. Wenn wir das gewinnen, könnten wir sogar noch in die Playoffs kommen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es eine große Freude, ihm zuzuschauen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Ich muss einfach weiter vorne bleiben. Ich bin ja als Stürmer und spiele nicht mit dem Team. Wäre trotzdem als offensiver Mittelfeldspieler gespielt. Das fand ich persönlich hier als Foul. Das war ein bisschen Körpereinsatz, mehr nicht. Chance. Da geht sie nochmal dazwischen. Glück gehabt.
gut gewesen. Das war schade, hätte ich mehr draus machen können. Ich habe nicht gedacht, dass der Pass wirklich ankommt von Zardes, deswegen. Ja. Da verlieren sie den Ball. Alessandrini. Jones. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe jetzt. Wir können nichts aus der Flanke machen. Und den hält er fest. Das ist definitiv schwieriger als Einzelspieler. Ja, eigentlich kann er natürlich noch mehr, das wissen wir. Und gibt's jetzt die Führung. Oh, warum macht er denn nicht mit dem rechten? Das war natürlich eine Riesenchance. Mit seinem starken Fuß. Ich glaube, jetzt sollten wir auch auf Profi bleiben von der Schwierigkeit her. Das allererste Spiel gegen Real war vielleicht etwas heftig. Aber sonst, die ganzen anderen Spiele waren relativ ausgeglichen auf Profi mit Alex Hunter. Und Hunter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Okay, er hatte mich gerade gefoult. Zardes ist leider verletzt, aus hoffentlich. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Dos Santos. Klasse Technik. Nigel. Wir müssen aufpassen. Torres. Alonso. Der Ball im Aus. Da haben sie super Druck gemacht. Gibt Einwurf. Roldan. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt müssen sie aufpassen. Er setzt sich durch und jetzt Hunter. 1-0. Alex Hunter läuft. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Schönes Ding, schönes Zuspiel, Doppelpass das gespielt. Er, so muss das laufen. Klasse gemacht. So, und weiter geht's. 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Holder. Oh. Alonso. Victor Rodriguez. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Sehr schön gemacht von Jermaine Jones. Dos Santos. Zardes jetzt. Hackentrick gespielt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Funk jetzt vielleicht. Gut gemacht, der Ball ist erstmal aus. Es gibt Einwurf für den Außenriss versucht. Zardes. Jones. Ball kommt rein. Kopfball! Oh! War gut gemacht. Gute Flanke. Guter Kopfball. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Aber leider stand der Torhüter noch im Weg. Alexander jetzt. Dos Santos. Und jetzt die Chance. Schönes Ding. Die jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Torhüter natürlich zusätzlich. Zählt das eine jetzt Torvorlage? Ich muss mal ganz kurz gucken, weil. Nee, natürlich nicht. Was als Stürmer? Okay, ja. Verdienter Treffer hier für weil eigentlich waren es ja von mir schon eine Vorbereitung. Wolf, wer sich die Chancen so erarbeitet, der aber dann eben doch nicht. Ist doch klar. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Jetzt vielleicht mal Alexander. Sehr gut aufgepasst. Lodeiro. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Und damit ist schön gemacht von Jermaine Jones. So kennt man ihn. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. 45 Minuten. Gute Halbzeit. Ein Tor. Meiner Meinung nach auch eine Vorlage. Aber ja, mit 8,8 kann man ganz zufrieden sein, nehme ich an. Führt hier bislang, liebe Zuschauer. Mal sehen, wie es weitergeht. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Alessandrini. Da
könnte jetzt eine Chance entstehen. Oh! Und er gibt Elfmeter. Kann ja nicht wahr sein. Das muss rot geben. Anders geht's gar nicht. Ganz richtige Entscheidung. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Schön Elfmeter verwandelt. Schönes Ding. Können wir uns gerne mal angucken, das haben wir vorher im Training erst geübt. Das zweite Tor in dem Spiel. Er spielt den Pass zurück. Pass auf die Außenbahn. Lodeiro. Klasse Aktion, Ball ist weg. Hunter. Jetzt wird's gefährlich. So langsam wird's gefährlich. Guter Pass. Guter Steilpass. Und Tor! Wieder Hunter, der Ball im Tor. Das war sein dritter Treffer, eine Superleistung. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung. Vielleicht müssen wir doch nochmal die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Mein Dreierpack ist ja schon gut, aber das Ganze sieht dann an manchen Stellen doch ein bisschen einfach. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ich habe es halt nicht wieder runtergestellt, weil ich gesehen habe, dass die Spiele einfach überhaupt gar nichts mehr werden. Das ist, ich möchte gerne Alexander ein bisschen vorantreiben, ein bisschen mit dem Spielen und natürlich auch der Held sein. Deswegen muss ich vielleicht auch ein, zwei Tore machen und ich hatte halt in der Vorbereitung bei Chelsea kein Tor gemacht. Und deswegen, ja. Szene geht weiter. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Aber es kann auch nur so einfach sein, weil jetzt natürlich ein Mann fehlt. Ne? Es gab eine rote Karte und den Elfmeter halt. Deswegen finde ich es eigentlich schon okay, dass es gibt's jetzt die Gelegenheit. Auf Profi ist. Jetzt die Flanke. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Da kommt der Schuss. Und jetzt die Chance. Und da ist das Tor. Sie ziehen hier ihren Vorteil aus der Überzahl. Und das ist ja oft schwieriger, als man denkt. Das haben wir so häufig gesehen, dass es für das Team in Überzahl gar nicht so einfach wird. Wie gesagt, drei Tore sind entstanden in Überzahl. Ich denke also nicht, dass es zu einfach ist. Ich bin einfach einmal mehr. Das sieht man halt ganz klar in der Abwehr, wenn dann halt wirklich so eine Löcher entstehen, dass selbst der ZDM mal nach vorne mit preschen kann und ein Tor zielt. Und ja, erlaubt vielleicht den Weg für Spielereien. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Also ich verstehe auch nicht, wie der Verteidiger schneller sein kann als Alex Hunter. Ah. Da zieht er ab. Alex Hunter im Abseits. Es wird eine Auswechslung geben. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Posten. Der Pass, stark gemacht. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Das war nicht schwer für ihn, aber da musst du ihm auch erstmal richtig stehen. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Das ist definitiv ein Torspektakel in Überzahl. Ich meine, 75 Minuten 6-0. Hausnummer. Ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen.
Und alle Tore sind fast ausschließlich nach der, in der zweiten Halbzeit gefallen, wo die rote Karte auf einmal fällig war. Und das ist der Ballverlust. Wird das eine Torchance? Gefährlich! Super dazwischen gegangen. Einwurf jetzt. Victor Rodriguez. Und deswegen ist noch der Ehrentreffer. Leider nein. Und der Ball wird weitergeleitet. Vielleicht jetzt? Er schießt. Nee. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Der Ball kommt rein. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Da kann er klären. Da bekommt er Unterstützung. Jetzt pushen sie mal. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Schönes Pressing jetzt. Alessandrini. Alex Hunter. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schuss! Oh. Jetzt gibt's Eckstoß. Die Ecke kommt rein. Und er schießt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Was war das denn für ein Volley? Den würde ich gerne mal sehen. Uff, der war nicht schlecht geschossen. Vor allem kam er mit Wucht. Alter Verwalter, der war wuchtig. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Jetzt vielleicht mal Alexander. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Per Kopf verlängert. Und ja, das war mal ein Spiel diesmal. Das heißt auch Playoffs, wenn ich das richtig gesehen habe. 8 Schüsse, 3 Tore. Ganz, ganz gute Genauigkeit. Spieler des Tages geworden. Wir versuchen es einfach mal. Wenn wir die nächste Partie so richtig hardcore verkacken, dann können wir auch gerne wieder zurückstellen. Das ist ja gar kein Problem. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Naja, ich habe 10 tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Absolut. Egal wie gut man ist, ein Spieler ist nur so gut wie sein Team, denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst, beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Das zweite Spiel in Folge, wo wir ein Interview geben durften. 300 Minuten gespielt, 3 Tore, 1 Vorlage. Jetzt gibt es erstmal Money. Geld. So, weiter. Wieder jetzt wahrscheinlich gleich zurück in der Fußballzentrale, genau in der Zentrale bei mir zu Hause. Und wo wir auch gerade angekommen sind, beende ich für heute das heutige Spiel, die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.